Herrschaftsfreiheit. Zu sagen, hier herrscht Freiheit, ist immer ein Irrtum oder auch eine Lüge. Freiheit herrscht nicht. Für euch alle, heute am Ende dieses Montags, Montag der 22. April 2024, sollte eigentlich ein kleiner Beitrag kommen oder müssen von und über Immanuel Kant, 300. Geburtstag heute. Doch das, was ich gerade gesagt habe, passt auch zu ihm, der auch viel über Freiheit geschrieben hat, persönliche Freiheit und auch die Freiheit der Menschen, und der auch von einer Weltorganisation schon gesprochen hat, beschrieben hat, also die UNO vorweg gedacht hat, auch ein Völkerrecht vorweg gedacht hat. Passt das aber heute auch, finde ich, denn Erich Fried, der das geschrieben hat, hat in diesen Kategorien definitiv auch gedacht und geschrieben. Herrschaftsfreiheit. Zu denken, hier herrscht Freiheit, ist immer ein Irrtum oder auch eine Lüge. Freiheit herrscht nicht. Das ist großartig, finde ich. Morgen gibt es hier am Elbhang nach langer, langer Zeit wieder mal ein politisches Bürgergespräch. Elbhang-Gespräch. Mal sehen, was rauskommt und wo es uns hintreibt und wie die Gesprächskultur stattfindet. Ich bin sehr gespannt. 19.30 Uhr im Gare de la Lune. Bis morgen. Macht's gut.